Vielen Dank an dich, Silvia, nochmal und natürlich auch nochmal an Sie, Herr Reiche. Es werden wie immer für Fragen und Kommentare natürlich Mikros herumgereicht, wenn Sie Fragen zu den Beiträgen haben. Solange hier vielleicht alle nochmal einen Moment nachdenken müssen, greife ich meine Frage von eben nochmal auf, Herr Reiche, und sag mal und stelle sie nochmal, sagen, wenn wir an solche Beeinflussung durch Bilder denken, wie Sie sie ja jetzt beschrieben haben, das war ja ein Bogen von echt wirklich gefälschten Bildern bis hin zu, wie werden Bilder benutzt, um falsche Geschichten zu erzählen. Da ist ja ein größeres Thema angesprochen damit, glaube ich. Wie können wir als Kultureinrichtungen uns hier gegenseitig helfen, vernetzen? Geht das überhaupt? Können wir so etwas dokumentieren? Kriegen wir das raus? Wie haben Sie da eine Vorstellung, was man da machen könnte? Naja, ich habe... Ich glaube, es ist nur verrutscht. Ja. Wir haben ja mehrere Ausstellungen zum Thema gemacht und ich denke... Ich helfe Ihnen mal. Glaube ich, weil das Thema brennt auf den Nägeln. Ich habe eine Ausstellung gemacht über Bilder im Kopf und Macht der Bilder und irgendwo am Ende bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir es wahrscheinlich nicht in den Griff kriegen. Die einzige Antwort, die ich geben kann, ist halt zu sensibilisieren für dieses Problem. Es ist gut, wenn wir uns vernetzen, wenn wir uns austauschen über wirklich nachweisbare Fälschung. Es gibt ja historische Beispiele. Günter Jauch hatte ja mal eine Sendung, die hieß Stern TV, glaube ich. Da waren 80% der Beiträge gefälscht, die waren eigentlich gestellt. Also da ging es um Kuckucksklan in Deutschland, den es nicht gegeben hat. Mhm. Und das ist so erschreckend, wenn man hinter die Kulissen guckt, was alles möglich ist. Und dann geht man tiefer und tiefer und stellt fest, dass gerade der Krieg ja Bilder produziert, die wir selber nicht mehr überprüfen können. Also das ist unmöglich. Und dieses Beispiel von dem Triptychon, was ich hier an die Wand geworfen habe, zeigt ja, dass der Autor des Bildes müsste eigentlich klagen und sagen, das ist mein Bild und das habt ihr irgendwie geändert. Da passiert aber nichts, weil die Bilderflut einfach so groß ist, dass man da nichts machen kann. Mhm. Also kurzum, ich würde sagen, wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir gerade auch bei jungen Leuten sensibilisieren und eine kritische Haltung gegenüber das Medium Bild überhaupt einnehmen. Mhm. Ja, also ich glaube auch, da müssen wir irgendwie noch mal so ein bisschen bewusster an das Thema gehen, denn ich kann mir im Moment als Bibliothek gar nicht vorstellen, wie wir so eine Aufarbeitung, Dokumentation machen könnten. Es gibt jetzt hier Meldungen im Saal und ich würde aber trotzdem noch mal hier auf den Bildschirm gucken. Wir haben zwei Fragen, die man vielleicht so ein bisschen zusammenfassen kann. Einmal, also zu dir, Silvia. Mhm. Also wurden die Bücher auch inhaltlich verändert und gibt es denn schon Kooperationen zu diesem Thema falsche Autorschaft? Also inhaltlich verändert wurden die zum Teil. Carina Urbach hat das für das Kochbuch, da gibt es einen genauen Abgleich. Ich glaube, sie spricht von ungefähr 60% Plagiat. Aber da wurden zum Beispiel deutlich jüdische Rezepte gestrichen. Jaffa-Torte, Rothschild-Omelette, das hat sie hier berichtet, wurden da rausgenommen. Also wirklich, wenn es nicht so ernst wäre, wirklich lächerlich. Beim Gesundheitslexikon, da gibt es auch Nachweise, das hat Peter Vosswinkel auch durchgesehen. Da wurde zum Beispiel Homosexualität gestrichen, dafür kam der Rassebegriff aber rein. Also es gab schon auch Veränderungen, ja sozusagen, die sind eben nazifiziert worden, würde ich das nennen, und andere Dinge sind eben getilgt worden.
Und vielleicht da nochmal anschließend ganz kurz. Ich glaube, wir hatten uns vorhin ja unterhalten und du hast gesagt, es gibt eigentlich noch keine Abschätzung, wie viele Werke da betroffen sind. Aber das wäre nämlich auch nochmal eine Frage. Ja, also ich weiß es zumindest nicht. Also bei dem, was ich gesucht habe, habe ich einfach nichts gefunden, wirklich eine Zahl dazu. Und deswegen dachte ich eben, man könnte mit so einem automatisierten Metadatenabgleich vielleicht mal zu einer Zahl dann eher zu einer Zahl mal kommen. Ja, bis jetzt gibt es eben, es gibt viele Einzelbefunde, aber ich glaube, eine wirkliche Zahl, so richtig systematisch hat sich das, glaube ich, noch niemand angesehen. Und Herr Reicher hat gerade die Frage noch bekommen, woher ist die Information zu den 80% gefälschten Beiträgen in Stern TV? Ja, wir haben uns die Beiträge angeschaut und es gibt ein Gerichtsurteil. Der Autor, der die Beiträge verkauft hat, was ich eigentlich auch verwunderlich fand, dass der Autor, der die Beiträge verkauft hat, verurteilt wird, aber nicht der Sender. Der die Beiträge halt bezahlt hat. Also auch das ist irgendwie merkwürdig, wo man ja dann schnell dahinter kommt zu sagen, auch eigentlich hätte ja auch eine Prüfung stattfinden müssen. Ich meine, die sind manchmal so grotesk gewesen, diese Beiträge, dass man eigentlich hätte sagen müssen, das kann gar nicht sein. Also das ist unglaublich. Aber es gibt halt viele Bildbeispiele, und da muss man jetzt auch gar nicht so lange recherchieren, wo nachgearbeitet wurde. Kann man sagen, ja, ist ja nicht schlimm, also wie mit dem Blut, das ist natürlich ein bisschen auffällig, aber auch Explosionswolken, denen nochmal ein bisschen Kolorit gegeben wird. Aber ich denke, dass es mehr ist als nur der Anfang. Das ist, und deswegen glaube ich, dass man einmal den Zuschauer oder den Nutzer in den Blick nehmen muss, der vielleicht auch, was ich versucht hatte auch zu sagen, der vielleicht auch am Thrill interessiert ist. Es gibt die Sender, die verkaufen, die wollen Geld machen, und je besser natürlich der Beleg für das, was man in dem Kommentar mitteilt, ist, desto stärker ist vielleicht auch die Aufmerksamkeit. Ich meine, das muss man jetzt nicht weiter ausführen, das weiß ja auch, glaube ich, jeder, wie gearbeitet wird, mit welcher, in Anführungszeichen, Dramaturgie. Und das finde ich sehr erschreckend, aber wie gesagt, es bleibt bei uns, dass wir uns sensibilisieren dafür. Das stimmt. Ich würde jetzt aber gerne mal auf eine Meldung, zum Beispiel hier hinten, die Dame. Ja, also zweite oder letzte Reihe von hinten. Ja, sie. Gerne. Und das mit den Bibliotheken müssen wir noch, ne? Die ist jetzt weggesprungen, ne? Genau, die habe ich jetzt vergessen, das mache ich gleich dann noch. Es gibt noch ein paar Fragen, auch hier im Tweet, genau. Ja, erstmal vielen Dank für die interessanten Impulse, die Sie da gesetzt haben, beide. Ich hätte noch eine Anmerkung, also eine Assoziation, die ich hatte. Sie haben ja den Begriff Wahrheit mit ins Spiel gebracht, und die erste und einzige vielleicht sogar Wahrheit, die mir einfällt in Bezug auf Bilder, ist eigentlich Ihr Werkcharakter. Ja. Und solange diese Wahrheit nicht in Vergessenheit gerät, gibt es da grundsätzlich auch eine, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich dann doch nervös werde mit diesem Mikro, gibt es ja auch eine grundsätzliche Reflexionsmöglichkeit. Ja, die ist ja dann schon angelegt, und ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe. Ich denke, man kann das vielleicht nicht für alle Werke gleichzeitig so detailliert aufarbeiten bei den riesigen Beständen, die man hat, aber man kann eben das Handwerkszeug dafür an die Hand geben. Ja, und das wäre ganz wichtig, dass man das in der schulischen, universitären Vermittlung auch viel, viel stärker vielleicht in den Fokus macht. Und der Werkcharakter eines Bildes, also deswegen es gibt zwar diesen Begriff der Fälschung, ja, aber es fängt ja eigentlich schon vorher an. Ja, wer hat überhaupt die Möglichkeit, ein Bild zu überliefern? Ja, und wo fängt das an? Also welche Auswahl wird gesetzt? Wer kann Bilder anfertigen? Wie werden die überliefert? Wer greift die wo auf? Einfach dafür ein größeres Bewusstsein zu schaffen, das ist ja eigentlich das Ziel. Und dann kann man halt auch eben interagieren mit Besuchern von Ausstellungen oder sowas, die dann nochmal ihre eigenen Ideen und Impulse vielleicht stärker einbringen können. So.
Zu dem anderen Thema von Ihnen hätte ich vielleicht die Idee, also ich fände es super hilfreich einfach, wenn man in die Suchmaschine selbst oben einfach einen kleinen Kasten reinsetzt, so das und das ist die Thematik, nur in zwei Sätzen, nur ganz, ganz grob, und dann einfach die Möglichkeit schafft, da drauf zu klicken, ja, und dann das Thema erklärt zu bekommen, so wie gehen wir als Suchmaschine mit genau dieser Problematik um. Dann kann man es erklären, man schafft mit einem sehr, sehr, sehr geringen Aufwand eine sehr, sehr große Awareness dafür, weil das wirklich sehr viele Menschen erreichen würde. Ja, Dankeschön, das wär's dann. Danke ja. Ihnen, Herr Reiche, zum ersten Vorschlag oder zu der Assoziation der Kollegin. Wollen Sie dazu noch was sagen? Naja, es ist, also Wahrheit ist ja, wie wir alle wissen, so eine Sache, also was ist wahr? Es gibt Bilder, die natürlich nicht mehr zurückverfolgt werden können. Also der Werkcharakter bei einem Kunstwerk, der ist eigentlich klar, also oft klar, das kann ich zurückverfolgen. Nur bei Filmbeiträgen, in den Nachrichtensendungen und ich weiß nicht, ob zum Beispiel Embedded Journalism, ob da auch dazu gehört, dass man Bilder, mit Sicherheit gehört es dazu, dass man Bilder produziert, die in die Öffentlichkeit gegeben werden, und in die Medien gegeben werden und dann kommt es darauf an, wie die Zeitung, der Sender damit mit diesem Medium umgeht, wohl wissend, dass es ein gestelltes Bild ist oder ein gestellter Film, nämlich er ist ja eine Auswahl von vielen Dingen. Ich könnte ja auch die Brutalität des Krieges zeigen, da hat keiner Interesse daran mehr. Also mit dem Werkcharakter, da weiß ich nicht, wie man das überhaupt in den Griff kriegen soll. Und Wahrheit, ja. Laschet, dieses Beispiel geht mir deshalb nahe, weil es ja auch sehr frisch ist und da gibt es ja auch zahlreiche andere Beispiele, gerade auch aus dem Wettbewerb der Kanzlerschaften, Baerbock auch, also was da alles produziert wurde und nicht nur verbal produziert wurde, sondern auch bildlich, das ist schon erschreckend. Auch ich mag gar nicht mehr in die Social Media Bereiche reingucken, weil das turnt einen nicht nur ab, sondern das zieht einen so runter. Deswegen, das ist toxisch, also bin ich sicher. Es ist eigentlich eine Frage noch da gekommen eben, die so ein bisschen in diese Richtung geht und die eben auf die Fake News, die man über die sozialen Medien oder auch auf ganz bestimmten Nachrichtenkanälen gezeigt bekommt. Und die Frage ist dann eben, wie begegnet man Fake- und Verschwörungsschwurblern? Also ich sag mal Verschwurblern steht da. Also meine Erfahrung des letzten Jahres ist, irgendwie kann man denen ganz schlecht begegnen. Aber was es, glaube ich, gibt, ist seriöser Journalismus. Und gerade viele Nachrichtenredaktionen arbeiten hier eng zusammen. Und ich habe selbst mal so eine Informationsveranstaltung, wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich vielleicht doch zumindest vielleicht nicht den absolut perfekt gemachten, veränderten Film oder das veränderte Bild. Man kann sich das mal antun, das ist total interessant und anders, glaube ich, das ist so meine Meinung, kann man denen im Moment nicht begegnen, sondern nur versuchen, diesen Fakes eben irgendwie auf die Spur zu kommen und eben nicht auf den Leim zu gehen. Das ist eben der Unterschied. Jetzt habe ich aber noch die Frage offen oder den Vorschlag, wie ist das mit mit irgendeiner Information, einem Disclaimer oder sonst was im Katalog. Ich nehme an, das ist so gemeint, wenn eine solche Katalogaufnahme aufscheint, denn ansonsten wird sowas untergehen, glaube ich, bei, weiß nicht, 40 Millionen Katalogeinträgen oder sowas. Also ich vermute, Sie meinen, wenn man auf so ein Buch kommt.
auf nee, so ich einen dachte, Eintrag. Also ich habe es so verstanden, generell, ne, sollte es im sein, damit man einfach Transparenz schafft, dass im Bestand eben solche Werke sich befinden und wir dazu irgendwie eine Haltung entwickelt haben und könnte außerdem dazu führen, also wenn man mir das Portal mal kurzzeitig hier überlässt, füge ich das gerne ein, aber es würde tatsächlich auch dazu führen, wahrscheinlich auch, dass einem andere Dinge gemeldet werden, dass wir einfach von mehr Dingen auch erfahren, wir würden transparenter werden und wie Sie sagen, eine größere Awareness wäre auf jeden Fall, könnte das ein Weg sein, es irgendwie zu beschreiben, dass wir damit umgehen und wie wir das tun, wenn wir wissen, wie wir es tun. Das ist eben noch die andere Frage, die hier ja noch kam. Gibt es sowas, Netzwerk von Bibliotheken? Also ich habe keins gefunden bis jetzt und das zeigen ja auch die Beispiele. Jeder versucht da irgendwie sein Bestes, aber es ist nicht wirklich abgestimmt und mit dem Befund kann man jetzt aber, glaube ich, ganz gut weitermachen und dann müsste man so ein Netzwerk eben jetzt ins Leben rufen und gucken, ja, dass man abgestimmt agiert. Ich hatte gesehen, Paul Klimpel würde dazu gerne was sagen und hat ein Mikroproblem. Oder? Nee, nein, ich war mir nicht sicher, ob ich so ein Handmikro oder dieses. Ich wollte an der Stelle einfach die Erwartungen daran, was Metadaten und was Erschließungsdaten leisten können, vielleicht etwas runterschrauben. Denn das müssen wir uns klar machen, das sind Formalinformationen. Es ist vollkommen klar, dass es in Bibliotheken, und zwar unabhängig von diesem Arisierungsproblem, was ein spezieller geschichtliches Phänomen ist, natürlich massenhaft Bücher gibt, klar, in dem Autorennamen angegeben werden, die von, wir kennen das aus dem universitären Kontext, die wissenschaftlichen Mitarbeiter schreiben die Arbeit und der Professor gibt seinen Titel obendrauf. Das ist sozusagen nichts Einzigartiges. Sowas kommt immer wieder vor und das, natürlich können Bibliotheken nicht sozusagen Wahrheitsforschung betreiben, ob die Autoren auch wirklich die Autoren sind. Mm-mm. Das heißt nicht, dass wir nicht in diesem besonderen historischen Konstellation dem nachgeben müssen, aber ich warne ein bisschen davor, sozusagen von Metadaten und von Erschließungsdaten zu viel zu verlangen an der Stelle. Das war nur mein Gedanke. Darf ich darauf kurz antworten? Ja, nee, so ist es ja nicht gemeint. Es ist aber so gemeint, wenn wir davon Kenntnis haben, also wir sind ja nicht diejenigen, die das erforschen. Ne? So ein Metadatenabgleich könnte sozusagen für HistorikerInnen, da würden wir sozusagen eine Leistung erbringen und dann könnte damit eine Community weiterarbeiten und sich das genauer anschauen. Was mir aber aufgefallen ist, da wo wir es wissen, gehen wir, finde ich, noch nicht gut genug mit diesem Wissen um, weil wir eben immer noch einfach falsche Dinge weiter transportieren, weil wir Personen immer noch unsichtbar lassen oder weil wir ihnen die Dinge nicht zurückerstatten, die ihnen gehören, weil wir die Aufnahmen nicht entsprechend korrigieren. Und da, finde ich, müssen wir eine Abstimmung einfach herstellen und da müssen wir besser werden als Bibliotheken insgesamt. Also das war mein Plädoyer. Das unterstütze ich ausdrücklich. Ja, gut. Das war ein sehr guter Satz für den Abschluss dieser Session, glaube ich. Es gibt noch eine Frage hier hinten. Ich habe keine Frage, sondern einen Vorschlag für Frau Asmus. Ich stöbere relativ oft in Antiquariats- und Auktionskatalogen bezogen auf Bücher und die sind manchmal sehr ausführlich, die Einträge. Und ich meine auch, ich hätte schon bisweilen, weil die Recherchen, also es hängt immer von dem Antiquar ab, aber ich habe also zum Beispiel auf der Antiquariatsmesse gibt es ja regelmäßig die Kataloge und die sind zum Teil relativ ausführlich, die Einträge. Und weil zum Teil die dann einfach dieses Unikat, obwohl natürlich ein Buch kein Unikat ist, aber trotzdem relativ oft, dass da Recherchen angestellt werden, sowohl zu dem Autor und zu der Geschichte des Buches, also so eine Art Miniatur-Provenienzforschung für das einzelne Buch. Und vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, weil die sind ja publiziert, die haben sie bestimmt auch alle hier im Haus, wenn man da einfach mal durchgucken würde. Also sozusagen ist natürlich jetzt dann der Zufall, aber ich denke mal, da kommt man schon relativ konkret weiter. Ich war sehr erstaunt, also ich habe selber manchmal Sachen erworben und dann erfahre ich Sachen dann da über den Autor, ich habe mich für das Buch interessiert und erfahre Sachen, die ich so leicht nicht gefunden hätte. Das sind also Recherchen, die der Antiquar jeweils selber macht oder das Auktionshaus. Das nur als Tipp vielleicht. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute zusätzliche Quelle sein, ne, um da weiterzukommen. Und wird ja auch für die Provenienzforschung ganz stark ausgenutzt. Genau. Ja, nochmal vielen Dank, Silvia Asmus, Jürgen Reiche, für diese Session. Ich hoffe, wir haben Sie trotzdem mit vielen interessanten Anregungen, Aspekten und Informationen
versorgt, klingt so blöd, aber wir haben Ihnen viel mitgegeben für den Abschluss des Tages und danke auch für Ihre Aufmerksamkeit und gerne beim nächsten Zugang gestalten weiter mit diesem Thema von unserer Seite. Herzlichen Dank.